Moin, herzlich willkommen. Heute kommt nach längerem mal wieder der Simulator. Heute fahren wir mal auf mitten durch Berlin mit der 84. Erstmal lasst euch wegen dem flackernden Himmel irritieren. Das ist noch unwichtig. Mach extra die Blende runter. Ja, wir fahren hier in, also erstmal auf mitten durch Berlin mit der 481. Und in einem Szenario von Train FE fährt man die S85 von Weidmannslust nach Grünau, hier nur bis Bornholmer Straße, weil weiter geht's auch nicht. Aber wir rüsten das Teil jetzt mal auf. Genau, erstmal Batterie an. So. Ich will schon wieder voreilig sein. Hauptschalter. Lederspeicher. Na komm. Genau, ein bisschen verwirrt. Ach so, ja, ja, ich bin schon ein bisschen länger nicht mehr gefahren, das Ding. Weil ich gerade sogar noch mal Probe auf Rüsten gemacht habe, damit ich hier nichts falsch mache, aber naja, ist jetzt auch egal. So, das Ding hier noch an. Genau. Stellen wir mal erstmal auf 25. Dann rüsten wir mal das Ibis hier ein. Hier. 85. Umlauf. Steht der Jahres. 5. 735. Und wir starten im Weidmannslust. Müsste klappen, oder? Nächste Station, Weidmannslust. Ja. So, wir dürfen jetzt fahren. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach schon mal los. Gut. Ja! Kam schon sehr länger, schon länger nicht mehr PS. Letzte Video war, glaube ich, auch mit der 84er, mit der Freeware. Mittlerweile habe ich mich dann doch entschieden, die hier mal zu holen. Angeblich dürfen wir 100, aber das glaube ich mal wie kaum. Und wir fahren einfach mal 30. Ja, ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschieden, weil irgendwie hatte ich so langsam Bock dazu gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da... Ich hatte irgendwas in die Beschreibung geschrieben gehabt im Video, glaube ich. Aber was genau, weiß ich auch nicht mehr. Kann ich mir nochmal angucken. Ja, wir sind hier in Weidmannslust. Wie ich schon vorhin gesagt. Eigentlich geht es mitten durch Berlin sozusagen, geht es eigentlich nur um die S25. Man hat hier aber anscheinend noch ein bisschen weitergebaut. Bis Weidmannslust. Beziehungsweise auch nochmal bis Pankow kann man auch mal fahren. Aber das war's dann auch wieder. Aber ist trotzdem ganz nett. Ausstieg ja. Links. S85 nach Grünau. So, warte mal. Bevor sie sich hier irgendwie beschweren oder so. Ja, das ist ganz cool, dass es so anfängt zu flackert. Und nicht so direkt an ist. Keine Ahnung, ob das bei der 84 realistisch ist, aber es gibt ja bestimmt ein paar Wagen, bei denen es ist. Ja, wir fahren einen Halbzug. S85. Zurückbleiben, bitte. Dann fahren wir mal los. Müsste auch gleich wieder die Sifa kommen, weil die kommt hier irgendwie immer direkt nach dem Abfahren. Genau. Aber ist auf jeden Fall ein ganz... Oh. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Add-on. Die S25 und durch Berlin. Hier wird ja auch die
Was rede ich eigentlich? Meine mitten durch Berlin und die 84. Mitten durch Berlin wird ja die 466 mitgeliefert, aber gefahren bin ich noch nicht so wirklich. Ich finde die einfach nur so ein bisschen, ja, die hält auch so ein bisschen kompliziert. Muss ich mir aber auch mal angucken. So, jetzt kommt bitte Now. Ups. Ja. Aber mitten durch Berlin ist ja auch so ganz schön mit der Vegetation und so. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. An der Karte. Und wir fahren jetzt hier auch nur einen sehr kleinen Abschnitt. Bis. Nächste Station, Wittenau. Übergang zur U-Bahn-Linie 8. Bis Bornholmer Straße. Geht dann auch weiter bis Zelte Stadt. Und es gibt ja auch nochmal einen Teil bis Henningsdorf. So, mal gucken, ob ich das mit dem Bremsen jetzt schaffe. Also anfangs hat Stadt extrem Probleme gehabt mit dem Bremsen. Aber im Notfall ist halt auch die Federschleicherbremse. Aber es klappt gerade, weil es halt auch so ein bisschen längerer Bahnsteig ist. Verweigert, na toll. Ausstieg 85 links nach Grünau. Ja, ganz cool bei dem Szenario ist, dass hier über die, ich sag mal, fertige Ansagen von irgendwo hier kommen. Ja, cool. Mit Train TV. Ja. Warum will denn der hier nicht? Müssen wir warten. Verweigert. Weiß nicht, kann man. Wir sind hier. Sind wir irgendwo im Zug? Ist da echt, ist hier zwischen kein Signal? Weiß nicht, ich kenne mich ja mit der S-Bahn jetzt auch nicht so krass aus. Guck mal, wir fahren sogar nur bis hier, ne? Das hier ist schön Holz. Rollangstraße und dann sind wir auch schon da. Ja, das ist ein sehr kurzer Abschnitt, aber ich wollte jetzt auch nicht so ein endlanges Video machen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich warten, bis das Ding rausgefahren ist. Aber er fährt nicht. Warum steht da Wannsee nur mit einem N? Dann schauen wir uns mal in der Zeit hier den Bahnhof an. Na, wie alt ist der Plan? Ich stehe dafür, wäre noch Betriebsbahnhof für eine Weide, aber jetzt ist der dann rauskam. So. Ja, man sollte mal Tee drücken. Wie ist das noch? Büro, nicht Johannisthal. Heißt ja auch nicht, noch gar nicht so lange so. Ich glaube ein Jahr oder so. Genau, hier steht Wilhelms Ruh dran, ist ein Fehler, wobei, ja, okay, ja, ich denke, wenn ich das hier, ich Wilhelms Ruh stehe. Ja, okay, das ist ein typischer TS-Bug hier. Findest du mit dem Gelände auch interessant, ne? Das ist nämlich ja auch so. Weil das geht hier extrem weit. S85. Ah. Zurückbleiben, bitte. Ah, wir hätten einfach nur T drücken müssen. Ja, okay, das vergesse ich bei dem Ding immer gerne. Ist auch ganz lustig, dass hier EVV steht anstatt VBB. Ah, was soll man machen? Ah, und welche Fragen, falls welche Fragen. Ich hab mir mal hier anfangs Ingo eingebaut. Ja. Und falls jemand die haben will, nee, die gebe ich niemandem. Also nicht einfach so. Nur mal so zur Info, weil ich glaube, die wollen schon teilweise viele haben. Da hat ja auch eine Person, die war mal veröffentlicht gehabt, glaube ich, im Raisin Forum oder so. Und da war dann aber auch irgendein Problem. Was genau weiß ich gerade aber auch nicht mehr. Da musste der hier runternehmen.
Aber es ist ganz interessant aufgebaut hier mit den Ansagen bei der 84. Weil nächste Station und so, es hat ja alles ein eigenes, naja, so eine eigene Audiodatei. Sozusagen. Und wird dann eigentlich nur zusammengeschnitten. Aber ist ganz gut so. Spart Platz und so. Jetzt kommen wir schon gleich in Williams Ruhe an. Ja, hier passiert jetzt natürlich nicht wirklich viel. Weil hier sind an den Seiten auch nur... Na, wie heißt es? Hier ist halt nur Bäume. Rechts und links sieht man wenig von den Straßen. Nächste Station, Wilhelmsruh. Und die 84 ist ja die Baureihe, die man eigentlich ja fast nur noch in der S-Bahn sieht. Vor allen Dingen auf der Stadtbahn, dort sieht man eigentlich gar nichts anderes mehr. Auf der Nord-Süd-Bahn sowieso, ist im Nord-Süd-Tunnel. Der 480er fahren da ja nicht. Die dürfen nicht fahren, so wie ich das verstanden habe, aber das ist irgendwie auch ganz komisch da, aber ich verstehe es auch nicht so ganz. Was der 485er ist, weiß ich da aber auch nicht. Aber auf dem Ring sieht man, schon ab und zu mal auch jetzt. So, hat man gesehen. Ausstieg links. Ja, auf dem Ring wird's dann schon ein bisschen vielfältiger mit 480er. Ja, okay, gut. Kann man muss man hier rüberspringen. Nach Grünau. Ja, da hat man halt 480er schön viele, die jetzt mittlerweile auch irgendwie zu halben Straßenbahn geworden sind. Das war schon länger, aber so laut sind die halt auch nicht mehr. Und die 485er sind ja halt meistens auf der S46. Glaube ich. S85, zurückbleiben bitte. Ja, die 481 kann man eigentlich überall antreffen. Bei manchen weniger, bei manchen öfter. Und naja, auf den Stadtbahnlinien da halt überall findet man sie nur. Die neueste, die 484-83, die ist halt aktuell, na, wo ist denn die, war ja schon gefahren, oder? Das ist ja nicht auf dem S3 Express, auf S, na, wie heißt es, auf der S47 anfangs halt, ne, die ersten Fahrzeuge, auf der S85 fahren auch mal ein paar, auf der S45 auch, und bestimmt noch ein paar andere Linien, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber ich denke mal, es dauert noch so ein bisschen, bis die überall fahren. Wie ich was von den alten so weiß ich bisher auch noch nicht so ganz, weil ich bin noch nie mit denen mitgefahren oder so. Hab von außen nur welche gesehen. Nächste Station, Schönholz. Übergang zur S-Bahn-Linie 25. Und vom Aussehen her finde ich sie, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Es ist, vor allem von Innenraum her finde ich es einfach ein bisschen zu sehr riohaftig. Von außen geht's finde ich noch. Die Front, ja gut. Ich sag mal, ist jetzt nicht die schönste, aber es gibt auf jeden Fall deutlich Schlimmeres. Also da finde ich auf jeden Fall den JK deutlich hässlicher. Aber werde ich sehen. Wobei das Ding ja von außen einfach nur klingt wie, keine Ahnung, wie... Ich weiß nicht. Ein mutierter Düsenjet oder so. Das Ding quietscht ja irgendwie nur, aber... Geht ja eigentlich. Ausstieg links. Alles klar, das kommt hier noch. Wenn ich mal ein km/h. So, Schönholz, die ist jetzt die 85 nach Grünau. Die S25 dazu gekommen. Rein nach Grünau. Ist Grünau da oben? Ja, tatsächlich. Ja, das ist ja die KI-S-Bahn. KI-84. Kann man vor allem auch gut an den Fahrer sehen.
Mir ist aufgefallen, dass dort die Matrix ein bisschen mehr in die Breite gezogen ist als bei dem Ding. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber das Fahrzeug ist schon. 85. Zurückbleiben bitte. Ist schon echt geil. Ist ja auch alles mit Prototext drin. Das ist ja auch noch das Coole. Ja, und hier diese Innenperspektive sieht auch. Sieht halt echt geil aus. Die sitzen und so. Ist da hinten. Kann man auch halbwegs gut lesen. Ja, schade, dass hier nicht die Linie angezeigt wird, sondern nur Train TV. Der Sound, ja. Jetzt haben wir hier natürlich 60. Der Sound, der ist beim Anfang gut, aber irgendwie wird er später ein bisschen zu komisch. Also ein bisschen zu künstlich halt einfach. Und auch beim Anhalten klingt das, ja, nicht so wirklich realistisch, aber naja. Mir gefällt das ja dann trotzdem. Auch wenn ich den Preis vielleicht etwas zu teuer finde, aber... Wollangstraße. Ja, okay, das kommt klar. Aber ich hab's mir dann doch mal geholt. Da stand doch gerade noch irgendwie Ankündigung auf 60 oder so. Naja, ich bleib besser mal bei den 60. Deshalb bremse ich mich hier irgendwie wieder. Und ja, wir sind ja auch gleich schon wieder da. Wieder da, genau. Wir sind gleich angekommen. In Bornholmer Straße und dann kann man sich ausdenken, wie es weitergeht, man fährt weiter oder so, oder jemand anderes übernimmt oder was auch immer. Vielleicht kommt da am Ende nochmal eine Meldung. Wird man ja dann noch gleich sehen. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles kleines Szenario, wenn man nur ganz kurz fahren will. Ich hätte auch überlegt, was könnte man so fahren. Dann habe ich mal die Szenarien geguckt, die ich hatte, und dann Ausstieg links. Ich bin das halt ins Auge gestochen, weil es eigentlich einfach ganz nett. Nach Grünau. Ganz nett ist. Nicht zu lang und so. Also hier auch. Kann man in die Häuser reingucken. Ich muss da noch ein Bild machen. Das bin ich halt eigentlich. Okay, ja, wir sind zu weit oben. Ja, mal gucken. Ah ja. Ist da Polizeiwagen, da ist eine Schlägerei drin. Naja. Ach, guck mal, geil. Auch cool. S85. Zurückbleiben, bitte. Und weiter geht's. Wobei mir bei den Türen immer so ein bisschen das Zischen fehlt beim Türsound. Das ist mir irgendwie zu... Ja, das klickt einmal und dann fallen sie halt zu. Ist halt... Naja, ich sag mal so, auch nicht so das Realistischste. Aber wenn sie zugehen, dann knallen sie wenigstens ordentlich wie in echt. Ich fahre einfach auch wieder 80, also... Keine Ahnung, das Signal hat irgendwie angetäuscht oder so, oder... Bin zu blöd, um es zu verstehen. Und dann sind wir auch schon gleich da. Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal S25 fahren oder so. Oder auch mal U-Bahn Frankfurt oder was auch immer. Oder vielleicht auch was ganz anderes, Berlin-Wittenberg oder so ein Kram. Da werde ich mal sehen. Ob irgendwann wieder TS kommt, Alter. TS kommen wir auch klar. Nächste Station, Bornholmer Straße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 25 und 26. So. Hier verbremse ich mich gerne mal, weil irgendwie verschätze ich die Bremsen immer. Das
Deswegen fahre ich jetzt mal schön langsam rein. Ah. Ich bin schon auf der Federsprecherbremse und nee, passt. Ausstieg links. Also mit dem Vollzug muss man hier wirklich aufpassen. S85 nach Grünau. Ja, auch ganz interessant ist, dass wir hier so einen, irgendwie so einen grünen 476er haben. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder ein Fehler, aber ich glaube nicht, dass sie es einfach so hier platziert haben. Nun gut. Dann ist hier das Ende von der befahrbaren Strecke erreicht, wo man in Richtung Grünau fahren kann. Und ich hoffe mal, euch hat das kleine Video gefallen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt geworden ist, kannst du mal gucken. Aber dann sieht man sich bestimmt beim nächsten Mal. Oder hört sich, oder was auch immer. Danke fürs Zuschauen und ciao.